Es ist nicht nur ein Augenblick, der lehrreich wäre, sondern es offenbart sich etwas ganz Besonderes. Und zwar nicht nur für Thomas, sondern für uns alle. Man muss also in Zukunft Acht geben, was man sagt. So wie Thomas. Auf das, was die Jünger ihm erzählen, wir haben den Herrn gesehen, kommt so ein wenig großlippig daher. Wenn ich nicht die Wundmale anfassen kann, die Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Und 8 Tage darauf, er ist dabei, Jesus tritt in die Mitte der Jünger und wünscht ihnen den Frieden. Und ohne, dass ihn einer informiert hat, sagt Jesus, komm her, dann tu es auch. Es ist nicht wie bei den aktuellen Abhörskandalen, aus einem Interesse heraus Vorteile zu gewinnen, jemand auszunutzen oder ihm zu schaden. Aber es ist schon so, dass Jesus mithört. Jesus hört das, was wir sagen. Es ist so ähnlich, wie wenn man in einem Haus wohnt, in dem die Wände sehr dünn sind. Wir kriegen alles mit von den Nachbarn, ob sie husten, wann sie aufstehen und wann sie sonst was tun, was sie reden, alles. Die Wand zwischen Zeit, zwischen unserer Realität und dem, was wir dann manchmal absolut setzen, und der Ewigkeit, dem Reich Gottes, der Gegenwart des Auferstandenen, ist papierdünn. Das erzählt uns dieses Evangelium. Und es erzählt uns, dass jenseits dieser Wand keine Wanzen sitzen, die mithören, keine Behörde, die etwas aufzeichnet, sondern jemand, der liebt. Das ist das Besondere. Der nicht den Zweifel des Thomas zurückweist, entsetzt von sich weist und ahndet, sondern der diesen Zweifel sozusagen aus Liebe an sich heranzieht, an sich bindet. Das ist ein erschreckender Augenblick für Thomas, aber ein heilsamer Schrecken. Kein böses Erwachen, sondern ein heilsamer Schrecken für diesen Apostel, der so schnell die Flügel hängen lässt. Lazarus, wenige Tage vorher, mag sein einige Wochen vorher, als Jesus zögert hinzugehen, als er dann doch hingeht und Thomas schon alles verloren gibt. Na ja gut, dann gehen wir halt mit, um mit ihm zu sterben. Hat ja doch alles keinen Sinn. Ich will das sehen, sonst glaube ich das nicht. Es zeigt sich ein wenig in diesen wenigen Skizzen des Johannesevangeliums der Charakter eines solchen Mannes, der aber eben auch Apostel ist und zum Blutzeugen wird, weil in jenem erschreckenden Moment, weil es ein heilsamer Schrecken ist, weil er von dieser Flügellahmheit seines Lebens geheilt wird, weil er weiß, ich werde nicht zurückgestoßen aufgrund meines Zweifels, meiner Lähmung, meiner Lustlosigkeit manchmal. Wir können alle unsere Sachen, die wir selber erleben und haben, an uns leidvoll erfahren, eintragen. Wir werden nicht zurückgestoßen, sondern durch diese papierdünne Wand ist der Auferstandene, der uns an sich zieht. Der sagt, dann komm doch. Sieh, fass an. Was kann Thomas anderes tun, als nach diesem heilsamen Schrecken nur noch ein Bekenntnis abzulegen? Als zu glauben. Es ist der Glaube der Kirche, den er hier formuliert. Ein alter Ausleger sagt, Thomas war nicht in der Kirche, als Jesus zum ersten Mal erscheint. Eine schöne Formulierung. Der Kreis der Jünger, schon geschrumpft. Judas ist weg, Judas ist tot. Sie sitzen hinter verschlossenen Türen voller Angst, so wie wir, nur wenige. Die Tür ist zwar irgendwie offen, aber nur eine kleine. Thomas war nicht in der Kirche. Man kann nur wünschen, dass wir selber, gefasst und gepackt von diesem heilsamen Schrecken, dass das, was wir denken, wie wir leben, was wir tun, dass durch diese dünne Wand, die wir von der Ewigkeit gedrängt sind, dass Gott das alles hört, dass Christus es hört, um alles weiß, dass er uns meint, dass diese Ewigkeit lieben kann, dass sie eine Person ist, die uns an sich zieht, dass dieser heilsame Schrecken, der uns erfasst, auf all die anderen übergeht, die wie Thomas zu einem bestimmten Augenblick nicht in der Kirche sind und die doch auch gezogen werden.
die manchmal kesse Reden führen, aber diese Reden werden gehört. Nicht um geahndet zu werden, sondern auch sie werden mit Liebe gehört. Und es wird sich eine Gelegenheit geben, dass auch da zu einem heilsamen Schrecken kommt. Und zum Glauben, mein Herr und mein Gott.